Hallo und herzlich willkommen zu Samkart und einem weiteren Video. Und zwar beschaffen wir uns heute mit dem Game 8-Bit Armies. Ist wieder von Petroglyph und da habe ich auch wieder das Problem gehabt beim Starten. Ich habe es wieder über diese Exe, G-Exe gemacht und ich habe eine blöde Vermutung und ich habe nicht weitergemacht. Ich wollte das mit euch zusammen machen und ja, ich nehme das Video trotzdem auf und ich wollte es auch zeigen, dass dieses Spiel einfach wahrscheinlich veraltet ist und auch dann trotzdem nicht mehr geht mit diesen neuen Hardware. Und wir hoffen, dass es trotzdem geht. Ja, also wir starten erstmal rein, beziehungsweise wir stellen uns erstmal das ein, wie wir es wollen. Audio machen wir dann Lautstärke runter, Musik. So. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir einfach in die Kampagne reingehen können. Wächter, wir machen einfach Abtrünnige. So, Tutorial, genau, machen wir ein Tutorial. Tutorial spielen. Und wir hoffen, dass es geht. Und so wie es scheint, geht es leider nicht, weil es alles dieselbe Engine ist und ich verstehe es nicht. Also, man muss doch testen, ob es funktioniert immer noch nach so einer Zeit. Ich verstehe nicht. So, und es sind alle Spiele funktionieren bei mir, nur halt die von Petroglyphs nicht. Und, ja. Es hat alles dieselbe Engine, die einfach mein Rechner nicht mag. Und, ja, man merkt es. Es funktioniert einfach nicht. Ja, es... Weiß ich nicht. Es lädt einfach nicht. Es tut sich einfach nichts. Und somit ist das Spiel wieder auch für mich erledigt. Und ja. Mal selbst Koop. Neue Lobby. Ach, das geht. Komischerweise. Aber ich glaube, starten geht nicht. Scharmützel. Wir können mal gucken. Scharmützel. So. Nächste. Zack, wird geladen. Es klappt einfach gar nichts. Ja, und jetzt geht auch gar nichts. Jetzt komme ich noch nicht mal mehr zurück. Und ja, das war das Spiel 8-Bit. Wenn es euch gefällt, holt es euch. Vielleicht klappt es bei euch besser. Ich weiß es nicht. Also alle Spiele von Petroglyph, weiß ich jetzt schon, funktionieren bei mir nicht. Und das ist echt schade. Ja, weil Strategie interessiert mich auch. Ich wollte doch mal wieder ein bisschen Strategie spielen. Aber es kann doch nicht sein, dass das plötzlich hier alles nicht funktioniert. Und es sind nur Spiele von Petroglyph. Und ja, vielleicht zu alt für meinen Rechner, ich habe keine Ahnung. Ja, das war's. Wie gesagt, ich würde mich trotzdem über ein Abo freuen, ich würde mich trotzdem über ein Like freuen. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass das Spiel nicht geht. Ja, und genau, sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.